Sollte, glaube ich, passen. Oder? Ja, ein bisschen besser. So. Und dann verbinden wir das mal damit. Wieder Meter runter. Zack. Ein Gehweg. Na gut, hier ist ein Zebrastreifen. Was ist, jetzt kriegen die hier auch mal eine Verbindung mitten in der Prärie nach Hunderttausenden von Jahren, wo es den Gehweg eigentlich schon gibt. Oder seitdem es den Gehweg schon gibt. So. Können Leute da auch mal langlaufen. Gut, immerhin läuft da jemand. Das finde ich halt auch spannend. Die Gehwege sind mitten im Nirgendwo, aber die werden trotzdem benutzt. Von den Leuten. Keine Ahnung, was hier so passiert ist. Aber es ist trotzdem spannend, dass die Leute dennoch die Gehwege benutzen. Auch wenn das Zeug eigentlich direkt an der Schiene vorbeigeht. Entlangläuft. Kann man eigentlich, ich glaube nicht, gell? Man kann ja bei Autobahnen solche Schweller nach oben bauen, gegen Lärmschutz. Geht aber bei Schienen, glaube ich, nicht. Habe ich zumindest noch nicht. Ja, das verstehe ich trotzdem nicht. Hier ist der Gehweg. Oder da geht der Gehweg rüber und hier laufen sie rüber. Das muss mir mal irgendjemand erklären. Ich weiß nicht, vielleicht laufen sie auch einfach darüber, wo einfach der nächste Strommast ist. Kann auch sein. Parkplätze, nein. Was wollen wir machen? Achso, Schiene. Zug? Ne, wir haben halt nur die. Was zukünftig auch noch rauskommt, ist aktuell in der Early Access Phase. Ah, okay, da hat der nächste ein Problem. Lärm. Das Haus wird gebaut. Natürlich lärmfrei. Kräne ist, habe ich gelesen, ich habe mich weitergebildet, Kräne ist die Mehrzahl im Allgemeindeutschen. Aber in der Fachsprache sagt man Krane. Heißt, beides ist richtig. Beides steht im Duden. Aber Krane ist Fachdeutsch und Kräne ist normales Umgangsdeutsch. Was man, so wie man halt miteinander spricht. Yo, Alter. So ungefähr, ja. Hab ich mal gelesen. Und bei Taxi ist, glaube ich, die Mehrzahl Taxis. Wenn ich es noch richtig im Hirn hab. Boah, also hier ist auch viel los. Warum ist denn hier... Ja gut, da haben wir ja die Brücke. Die hässliche, die ich mal noch irgendwann umbauen wollte. Und da haben wir den Kreisverkehr hier. War damals eigentlich eine schöne Idee. Aber das Ding macht trotzdem viel zu viel Stau. Sieht man ja. Der Verkehr läuft zwar da drin, aber naja. Ich weiß auch gar nicht, wenn wir den abreißen würden. Wie es denn aussieht. Man könnte noch hübscher machen. So. Es ist ein bisschen hübscher. Ha. Aber funktioniert trotzdem weiterhin so schlimm. Keine Ahnung. Ich würde einfach hier den Zebrastreifen wegmachen. Wahrscheinlich läuft der Verkehr dann einfach besser. Weil hier müssen sie ja nicht drüber. Da müssten sie halt da drüber, aber es wird wahrscheinlich trotzdem besser laufen, wenn der hier weg ist. So, weg mit dem Ding. So. Was meinen jetzt die Leute? Lassen sich jetzt überfahren. Und das verstehe ich nicht. Die laufen weiterhin drüber. Die Autos, die halten halt jetzt nicht mehr so permanent aggressiv an dem Zebrastreifen, weil er nicht mehr da ist. Aber trotzdem laufen halt die Leute noch drüber. Und da weiß ich halt nicht warum. Entweder ist es noch einprogrammiert und die upgraden erst ihr Navi im Arsch nach ein paar Stunden. Dass sie checken, oh ja, da ist ja gar kein Kreisverkehr mehr, gar kein Zebrastreifen mehr. Ah, keine Ahnung. Jetzt müssen sie halt hier kurz halten, bis sie rüber können. Aber ist besser, glaube ich. Also der Verkehr kommt jetzt doch irgendwie ein bisschen flüssiger durch. Schau, Stau weg. Ja.
Aber ich glaube, bei den Kreuzungen kann man gar nichts auswählen, gell? Ja, geht nicht. Ist halt keine Kreuzung, ist ein Kreisverkehr. Wäre eigentlich auch für die Zukunft spannend, vielleicht kommt es ja irgendwann mal als Feature, dass man nicht nur bei den Kreuzungen, also hier so die Nodes verändern kann, sondern dass man auch beim Kreisverkehr einfach die Nodes ändern kann. Wäre eigentlich ganz praktisch. Mal schauen, vielleicht kommt es ja irgendwann mal. Ach, da ist ein zweiter fetter Kreisverkehr. Warum? Warum habe ich hier einen gebaut? Macht überhaupt keinen Sinn. Ja gut, das hier sieht zwar jetzt maximal... Warte. Nee. Ich müsste es mal ganz kurz weiter... Kann ich nicht, gell? Ach, da war ein Baum. Husch, hallo? So. Steuerung Z. Kann ich nicht, Steuerung... Na, egal. Nee, geht nicht. Also die Kreuzung sieht hier wirklich so aus, wie sie halt gerade aussieht. Okay, das Auto sieht auch, wie es aussieht. Warum sind hier... Ach so, ja, weil ich... So. Den auch noch weg. Ist ja noch ein Baum. Da weg. Aber der hier dahin. Hier auch. Da auch. Hä, warum sind hier überall Bäume auf der Straße? Warum ist der Baum jetzt im Berg? Warum fliegt der jetzt der Baum? Okay. Keine Ahnung. Ich würde die Straße einfach nochmal kurz neu bauen. Ist, glaube ich, besser. So, was hat man denn hier für eine Straße? Wir hatten auf jeden Fall eine Straßenbahn. Müssen wir dann gleich wieder upgraden. Ich glaube, wir hatten sowas hier, gell? Schauen. Snappt der? Nein, tut es nicht. So, weiter geht's. Wir sind weiter unten. Das heißt, wir müssen hoch. Genau, so. So sieht's gut aus. Und dann gehen wir an die Kreuzung, weil davor sah halt die Kreuzung ein bisschen merkwürdig aus. Ich hoffe, dass sie jetzt besser aussieht. So, ja, schau mal. Das hier mit dem Berg. Naja, also... Hätte auch nochmal besser sein können. Aber können wir nicht einfach... Nee, können wir glaube ich nicht, gell? Das ist ja jetzt eine Straße hier. Weil wenn ich jetzt das Ding hier bearbeiten sollte, dann wendet er das hier komplett an. So. Naja, also. Schick geht anders. Ich weiß ja auch nicht, wie ich das hier damals gebaut habe. Ob ich das auch mit dem Energie da gemacht habe? Kann ich ja nicht mehr sagen. Zack. Und dann kommen wir hier wieder raus. Vielleicht sieht es jetzt ein bisschen schicker aus.
ich gehe noch ein bisschen weiter. Ja, so. Hier drauf. Ja, also es geht. Es... Es sieht eigentlich immer schlimmer aus. Warte, ich mach mal Energie weg. Mal schauen, was jetzt passiert. So, 1, 2. Okay, also das hier ist okay. Select. Das hier sieht auch schick aus. Der Baum, der wird gelöscht. Tschüss. Ja, also, es sieht besser aus als vorher. Das hier sieht auch, es sieht besser aus. Einfach so, ganz klar, sieht besser aus. Dann machen wir hier wieder die Straßenbahn drauf. Upgrade Tool. Ach so, wir sind im U-Bahn-Bereich. So, zack, zack, zack. Gut, dann machen wir die Ampeln weg. Kommt eh niemand vorbeigelaufen. Und dann machen wir den Zebrastreifen an der Stelle weg. Und lassen den nur mal dort an der Stelle. Wir machen den hier komplett weg. So. Weil die können hier drüber. Hier ist noch ein Zebrastreifen, da können die drüber gehen. Dann sollte das auch passen. Hier ist auch nochmal ein Gehweg. Benutzen die den überhaupt? Tatsächlich ja. Glücklich. Folgen. Familie Präger. Oh ja, oh, ah. Die sind reich. Oder sie ist reich. Aha. Angestellte müsste es eigentlich heißen. Ist eine Bürgerin. Abteilungsleitung, Leiterin, Arbeitgeber Merinos. Ah, okay, cool. Das heißt, hier. Da arbeitet die. Läuft die jeden Tag nach Hause? Wenn die da arbeitet und hier gerade zu Fuß ist und es ist 17 Uhr. Vielleicht läuft ich auch nach Hause nach der Arbeit. Gut, also die Straßenbahn, die geht schon mal wieder. Das passt. Ja, sieht auf jeden Fall in Ordnung aus. Ich hab mir halt gedacht, komm, Geistverkehr weg, weil so viel Verkehr kommt da eigentlich gar nicht raus. Da leben ja vielleicht nur 2, 3 Leute da hinten. Zwar kommen die Schiffe raus, eigentlich habe ich mir damals gedacht, komm, machen Kreisverkehr hin. Eventuell wird der Verkehr dort doch ein bisschen viel werden, weil da die Schiffe und so weiter verbunden, angebunden sind, aber irgendwie habe ich das Gefühl, schiffstechnisch ist es echt schwierig. Also da kommen 16 Leute gerade mal an. Klar, in dem kleinen Ding hier haben wir halt auch keine Hauptattraktion, oder? Weiß ich gar nicht, ob ich da mal eine hingebaut habe, einfach mal so. Haben wir halt in dem Sinne keine Hauptattraktionen und deswegen kommt da halt auch kein Mensch vorbeigefahren. Aber, naja. Hier in Java haben wir ja auch nochmal so einen Hafen. Da sind 6 Passagiere dabei. Also da ist halt auch nichts los. Ach doch, da kommen jetzt doch einige raus. Okay. Ja, vielleicht auch wegen dem hier. Wegen dem amerikanischen Fußballfeld. Oder Football. Ist ja kein Fußball, Entschuldigung. Ist Football. So, kommt da ich jetzt wieder ein Schief? Das hält irgendwo 80. Okay.
Okay, ich glaube, das kommt dann her. Gefahren. Hat dann 80 Passagiere. Das könnte auch zu uns fahren, glaube ich. Hat aber nur zwei. Da hinten ist irgendwas gerade passiert. Hat sich gerade das Gebiet irgendwie aufgelevelt. Sieht aber vom Verkehr in Ordnung aus. Hier ist zwar ein bisschen Verkehr. Nicht weiter schlimm. Ja, finde ich in Ordnung. Das müssen wir auch nochmal irgendwann weiterbauen. Gut. Irgendwie gibt es echt viele Unfälle. Aber halt auch mitten im Nirgendwo. Oh, ein Bus von uns. Ja, hoffentlich ist da niemand zu Schaden gekommen. Ankommende Fahrzeuge 1. Und keine Passagiere in einem Unfall verwickelt. Leider sieht man... Was ist leider? Da sieht man jetzt nicht, wie viele Leute da jetzt im Bus hocken. Vielleicht... Das muss mir auch jetzt mal jemand erklären. Was ist das? So. Also manchmal... So. Also ganz ehrlich, manchmal keine Ahnung, was da abgeht. So. Also das Gebiet hier sieht eigentlich auch ganz cool aus. War ja auch mal so ein bisschen zum Testen da. Nicht alles so voll bauen, deswegen hier ist noch überall so ein bisschen Freifläche. Sieht aber ganz okay aus. Von den Schulen her... so viele Universitäten kann man doch gar nicht bauen. Das wird halt das Ding sein. Das mache ich jetzt nicht in der Folge. Das werde ich in der nächsten Folge machen. Also, das werde ich jetzt schon mal die Ankündigung so ein bisschen raushauen, was ich dann in der nächsten Folge schon mal machen werde. Wäre, wir haben ja das Gebiet hier abgeschlossen. Und ich finde, es sieht immer noch Hammer aus. Und ich finde, der Verbindungsknoten hier ist immer noch echt cool. Also, der Park hat echt viele Leute. Es wird alles so schön angenommen. Bushaltestellen werden angenommen, es läuft, passt weitestgehend alles. Der Bahnhof wird gut angenommen, da ist halt echt was los, da kommen echt viele Leute an, da steigen echt viele Leute aus. Der Parkplatz hier ist auch komplett voll. Würde ich auch so lassen, also ich würde hier noch nicht noch irgendwelche Gebäude dazwischen quetschen. Würde ich einfach so lassen, wie es jetzt ist. Hier, die Schienen über der Straße, auch echt gut. Da könnte man ja fast denken, ja, ist doch eine U-Bahn oder eine Straßenbahn oberirdisch. Nee, sind normale Züge. Ist auf jeden Fall echt viel los hier. Was ist das da? Ah, ein unterirdisches Parkhaus ist auch fast voll. Hier an dem Bahnhof ist natürlich noch mehr los. Hier geht es halt erst richtig ab. Weil da kommen halt auch verschiedene Verbindungen aneinander. Oh, ist auf jeden Fall ein cooler... Wie sagt man dazu? Ein cooler Verbindungsknoten. Also das hier gefällt mir am meisten von der ganzen Stadt, glaube ich, vom Verbindungsknoten technischen her. Müsst ihr aber nochmal drüben schauen, wie viel da aktuell los ist. Da ist auch immer sehr viel los am Bahnhof. Aber seitdem ich halt hier die U-Bahn nach unten verlegt habe, ist halt auch nicht mehr ganz so viel los. Also zumindest nicht oberirdisch. Überirdisch. Okay. Symbole her werden wieder mehr den Krankenwagen brauchen. Deswegen mal schauen. Vielleicht werde ich dann auch... das nächste Mal oder zukünftig irgendwann die Seuchenschutzbehörde bauen und eventuell auch nochmal das Gesundheits-
Forschungsinstitut